Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Assassin's Creed Unity und wir sind hier immer noch mitten in einer Mission. Beziehungsweise wieder. Ich musste sie abbrechen und durfte sie dann komplett neu machen. Das war schon sehr nervig, weil die ja relativ lang ist, wie ihr letztes Mal sehen konntet. Beziehungsweise wenn es mal abzubrechen ginge, aber es ging nicht mal abzubrechen, nein. Ich durfte die Mission beenden und musste dann jetzt nochmal alles von vorne spielen. Das Problem war, ich musste mit Markus aufnehmen, weil er demnächst im Urlaub ist und da wollten wir ein bisschen vorproduzieren zumindest. Und ja, ich habe glaube ich eine halbe Stunde gebraucht, weil ich erstmal getestet habe, kommt man hier irgendwie raus oder sonst was, aber nein. Ich musste es beenden. Vielleicht habe ich dadurch jetzt minimale Vorteile, allerdings habe ich auch einen riesen Nachteil, weil ich einfach überhaupt keine Ausrüstung habe. Weil ich in den Koop-Folgen, die wir aufgenommen haben, einfach alles verballert habe. Und da bin ich tot. Das meine ich. Keine, nichts. Und nochmal. Weil die Mission ja so einen Spaß macht. Gucken, ob ich es wieder so hinkriege, ohne dass mich jemand sieht bis da vorne. Packt alles ein, Jungs. Besser als den Bauern ihr Kupfer zu stehlen, was? So, jetzt den ersten hier. Dann erst den Dicken, falls der andere es sieht. Der Dicke ist schwieriger zu schlagen als er hier. Und ja. Das klappte gut. Schade. Ja. Aber wenigstens immerhin zwei. Das ist doch schon mal ein Vorteil, würde ich sagen. Oder ein Fortschritt. Jetzt habe ich es nicht mehr zu schwer, es ist noch einer. Ich glaube, ich plündere die sogar jetzt mal. Weil ich gucken will, ob einer Medizin hat. Ja, geht doch. Medizin. Perfekt. Eine Medizin ist natürlich nicht ganz so viel. Können ja nochmal gucken, haben wir noch. Vielleicht hier Schokolade, Parfüm. Beides sehr wichtig, um Frauen zu beeindrucken. Und Medizin. Ah, perfekt. Dann kriege ich doch langsam hier Vorräte. So muss das sein. Pisst er hier einfach in die Ecke, dieses Schwein. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst nur... Ja. Wo muss ich denn jetzt hin? Gut, dass ich die Mission schon mal gespielt habe, aber nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Kann man hier hoch? Ja. Nee, man kommt da nicht hoch. Der sieht gar nichts. Was für ein Hänger. Ich nehme das Tafelsilber. War das eine gute Idee oder was? Zwei Töter!
Schade. Aber das wäre vielleicht auch zu viel verlangt gewesen, wenn ich es jetzt hier komplett geschafft hätte. Wo ist denn hier ein offenes Fenster? Wie, ich komme hier gar nicht raus? So habe ich mich denn hier dann durchgemetzelt? Ach, hier, okay. Teufel, ist das ein Herz? Sieht so aus. Fein, fein, fein. Da ist noch einer. War. Das kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Wie kriege ich diesen hier getötet, ohne direkt mit allen kämpfen zu müssen? Also den auslöschen. Den auch. Sie werden mich gleich sehen, aber... Schade, ich dachte, ich könnte noch den hier. Nicht das schon wieder. Arno. Siehst nicht gut aus. Und du siehst aus, als wolltest du etwas von mir. Wie kannst du so reden, nachdem du einfach verschwunden bist? Du hast recht deutlich gemacht, dass du meine Dienste nicht länger benötigst. Lass das. Wage es nicht, so mit mir zu reden. Was soll ich denn bitte sagen, Elise? Verzeih mir, dass ich dich nicht sterben ließ? Entschuldige, dass dein Leben mir wichtiger ist als der Tod von Germain? Ich dachte, wir wollten beide dasselbe. Was ich wollte, warst du. Ich ertrage es nicht, dass mein Leichtsinn deinen Vater tötete. Alles, was ich seitdem tat, geschah, um es wieder gut zu machen. Damit so etwas nicht noch einmal passiert. Du bist doch hergekommen, weil du etwas willst. Was ist es? Paris steht vor einer Zerreißprobe. Germain hat die Revolution auf eine neue Stufe der Verderbnis geführt. Die Guillotinen arbeiten jetzt fast rund um die Uhr. Und was soll ich tun, um das zu ändern? Der Arno, den ich liebe, würde diese Frage nicht stellen. Du bist doch besser als das. Ich gehe zurück nach Paris. Kommst du mit? Eins muss ich noch erledigen. Nun gut. Ich kümmere mich um den Transport.
Sei vorsichtig. Komm heil wieder. Ja, das ging doch. Sieh nur, was du uns eingebrockt hast. Maul halten da drin! Soweit ist es mit Frankreich nun gekommen. Parasiten saugen die Revolution aus. Ja, das habe ich jetzt mal quasi so direkt da dran geschnitten, weil es in der realen Version auch so war. Mein Problem war, ich musste das alles durchspielen und es gab keine Pause zwischen den beiden Missionen und deswegen musste ich diesen Teil hier auch noch spielen. War schon sehr lustig. Ach Mensch. Warum kommst du denn jetzt? Ich wollte dich nicht eliminieren. Ich wollte nur einkaufen, aber du musstest ja hier ankommen. Alles auffüllen. Oh ja, wie wichtig. Endlich wieder vernünftige Ausrüstung. Komm zurück und kämpfe! Ich habe letztes Mal, ich sage euch das jetzt, ich habe es auch beim ersten Mal nicht sehr charmant geschafft, sondern wirklich mit Hauruck. Saß aber auch gar nicht ein. Aber das sind auch alles sehr einfache Leute. Okay, jetzt. Aber ich habe ja Rauchbomben. Und habe auch wieder genug Medizin. Ich kann auch genau sagen, wie ich es letztes Mal gemacht habe. Ich habe einfach ganz viele Rauchbomben geworfen, bin dann zu dem, den ich erledigen sollte, rübergerannt. Also ähnlich wie jetzt. Entlassen? Aber warum? Weil Monsieur Latouche euer letzter Bericht einige Fehler enthielt. Monsieur, ich habe es dreimal überprüft. Alles korrekt. 10.000 Livres sind aus der Schatzkammer Ihrer Majestät verschwunden. Tut mir leid, Latouche. Guten Tag. Monsieur Latouche, ich hörte, ihr wart Steuereintreiber. Ja, Herr. Gut. Ich kann jemanden wie euch gebrauchen. Es sind Parasiten, nichts weniger. Wie meint ihr das? Ich meine gierige Bastarde, die Geld veruntreuen, anstatt ihre Arbeit zu tun. Wenn du nur die Hälfte davon wüsstest, was die Ratten vom Chef aufschnappen. Erzählt mir mehr über euren Chef. Wie ihr wünscht. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Und was soll ich tun, Großmeister? Ich vertraue eure Dienste den Händen unseres Agenten im Konvent an. Le Pelletier? Le Pelletier mag nützlich sein, doch wir haben noch andere Freunde in der Regierung. Monsieur Latouche,
Darf ich vorstellen, Monsieur Maximilien de Robespierre? Monsieur, ich höre, dass Versailles von Parasiten befallen ist. Du kannst nicht entkommen! Ich mach dich! Okay, beim letzten Mal. Ich weiß gar nicht mehr. Muss ich da auch anonym werden? Ich glaube, ja, stimmt, musste ich. Ja, auch jetzt nochmal ein das Cut, weil... Paris im Mittelalter, spätes 14. Jahrhundert. Du bist außerhalb der Stadtmauer. Ich schlage vor, du suchst dir einen Weg zurück. Ja, auch hier war nochmal ein Cut. Einfach, weil, das war wirklich alles eine Mission und das hatte ja nur ein Sternchen eigentlich, diese Mission, aber... Schwierig war sie ja auch nicht wirklich, aber halt extrem lange. Und das war sehr schlecht für mich, Markus. Ich hatte nämlich auch nicht die Zeit vorher noch die Single-Aufnahme zu machen. Deswegen. Aber das war ja eine einfache Serverbrücke hier. War auch schnell durch. Hier habe ich kurz geguckt, wo geht's hier lang? Dann habe ich hier den Vorsprung gesehen, bin da drauf und zufälligerweise habe ich dann gesehen, dass es hier hinter weitergeht. Ich weiß nicht, wie lange ich sonst gesucht hätte, aber ging ja alles gut. Und, Moment. Jetzt muss ich länger suchen als gerade. Ach ja, hier ist ja ein Loch in der Wand. Wupp. Jo. Genau, jetzt kamen die Steine von oben. Wie gesagt, im Vergleich zu anderen Serverbrücken ist das wirklich eine relativ kurze, da hatten wir schon längere. Diese Simulation bricht zusammen. Finde den Ausgang. Schnell! Ja, versuche ich ja schon, Mademoiselle. Oh. Hui. Ich war mir in dem Moment hier nicht sicher, ob ich Zeitnot habe, also vom Spiel aus. Hab's aber einfach dann versucht, möglichst schnell hier rüber zu kommen und so weiter. War ja auch nicht so schwierig. Ging ja gut, muss man ja sagen. Alles perfekt für einen Assassin vorbereitet hier die Wege. Diese wunderschönen Kugeln, die hier rumfliegen. Und die Burg ist schon cool. Wow, so gut haben die mich letztes Mal nicht getroffen. Aber jetzt sollte ich ja fast da sein. Warum zielen die überhaupt auf mich? Ich bin ein Fremder, Unbekannter für die. Soll ich denn ihrer Stimme folgen? Das habe ich schon beim ersten Mal nicht verstanden. Ich sehe doch, wo der Ausgang ist. Ja, und damit war auch die Serverbrücke abgeschlossen und dann kam ich auch wieder quasi in die Neuzeit. Neuzeit war natürlich totaler Bullshit, den ich euch da erzählt habe.
Ich meine, wenn das Neuzeit ist, wo leben wir dann in der Zukunft? Also ich meine, von dem Standpunkt aus gesehen ist es mit Sicherheit die Zukunft, aber ihr wisst, was ich meine. Ich guck nochmal eben in meine Gasse. Oh, voll. Habe ich lange nicht geleert. Schön. Und jetzt werde ich noch gucken. So. Charakteranpassung, Fähigkeiten, 13 Sinkpunkte, okay. Eisenfell, noch mehr Schaden aushalten. Ja, hab jetzt schon wieder nur einen Punkt, egal. So. Ausrüstung wollte ich mal gucken. Nee, die Waffen sind in Ordnung. Die Beine. Was habe ich denn da? Phantom-Kniehose. Gibt bessere, aber lohnt sich das, ist die Frage. Würde sagen, nein. Wo lohnt es sich denn? Hier bei der Taille vielleicht? Oh, ich habe da ja sogar einen besseren. Zumindest theoretisch besser. Der nimmt... Ach, na... Nein. Vergesst, was ich gesagt habe. Der hier vielleicht. Der kostet natürlich... 4. Fünf, drei, sieben, 22, 3. 5, 3, 7, 23, 22, 3. Der ist schon nochmal besser, der legendäre Phantomgürtel. Aber ich habe hier auch schon diese Dingspunkte reingepackt. Fernkampf will ich nicht. Musketiergürtel. Ich finde das wichtig mit den vielen Dietrichen. Kaufe ich mir den? Nein, ich lasse es. Bei Unterarm. Genau, ich nehme die legendären Phantomarmschienen. Kosten 140.000. Geben mir keine Gesundheit, aber Nahkampf und Schleichen und noch irgendwas? Gesundheit. Anscheinend auch, keine Ahnung. Wenn ich es verbessert habe, anscheinend. Aber die hole ich mir. Kostet eine Menge, aber man gönnt sich ja sonst nichts, würde ich mal sagen. Verbessern, tun wir sie direkt auch noch. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, würde ich sagen. Ich denke, ich werde jetzt auch bei den Phantomsachen bleiben. Es gibt ja anscheinend von allem immer... Da, legendärer Phantommantel. 160.000. Dann bin ich aber fast, pleite. Da warte ich noch ein bisschen, dann werde ich mir den holen. Tatsächlich. Und wobei aber jetzt bin ich ja wieder ein bisschen stärker. Und ich würde sagen, wir machen das nächste Mal weiter. Wieder mit der Story-Mission und dann wieder quasi komplett live. Dann habe ich es nicht vorgespielt. Und bis dahin. Ciao, ciao.